Der Überschlag. Nein. Nein. Doch nicht, das war da drüben. Die ist nur drunter. Ja, ist gut weggebrochen, wa? Die ist sowieso im Arsch gewesen. Ja. Ja, und dann, nachdem ich da mein Auto präsentiert habe, kam ja Lex dann, verbiegt dich nur, das riecht nicht. Der hat kein Nummernschild, ne, Dominik? Hab ich nicht gerade drauf geachtet. Dann sollte die Bullen anrufen, ne? Alter, Alter. Das ist der Bagi. Was? Das ist der Bagi. Ach, das ist der Bagi. Alter. Da. Steht ja noch. Reif mal die Reifen an. Ja, warm. Ja, da unten hat der Dominik den das Powerbank auf. Ach so. Das ist ja kein Akku. Das ist aber nicht schnell, was der fährt, ne, mit seinem Roller. Doch, Nummernschild hat er. Fährt sowieso illegal. Alter Schäde. Der ist richtig fett. Er ist ja richtig. Das ist kein Empfang mehr doch. Oh. Alles gut. Aber du warst balanciert. Das war eine ganz knappe Nummer. Aber geil. Ja, genau. Ich hab den Kerl einfach so viel gesehen. Ich hab so gedacht, noch 14 Tage. So sieht das aus in meiner Hand. Ach, das ist ja Dingsmann. Ach so. Also willst du jetzt mithalten? Nicht mal mit dem Nummer. Warte. Ja, witzig, aber ohne Kabel ohne, bringt das nichts. Das Kabel ist auch unten. Ohne Kabel bringt das nichts! Oh. Was sollen wir denn damit ohne Kabel, hör mal? Auch irgendwo unten. Auch in der Kiste. Arschlecken. Oder sonst im Auto, vorne am Sitz. Pervers, ne? Ja. Und das für ein Bargi, weißt du? Oh. Und das für ein Bargi! Klatsch, quer denn kein Arsch? Nein! Der sieht schon gar nicht mehr neu aus, obwohl er erst 2 Wochen alt ist. 2 Wochen alt und sieht schon aus, als wäre er 2 Jahre alt ist. Weg ist er. Der ist fett, gell? Reifen warm. Ja, aber ich muss wahrscheinlich jetzt. Den muss jetzt. Hat ja hinten geile Reifen, ne? Mhm. Habe ich mein Dings? Habe ich hier. Was willst du noch machen? Nicht ja. Lipo, nicht Lipo-Checker. Vollgasfahren hier. Mit hier, mit dem... 30%. Ja gut, dann kannst du sie rausnehmen. Ja. Deswegen habe ich ja 2 mit. Mhm. Dann musst du jetzt mit dem fahren. Ach, mein Gott, das ist ja ein bisschen auf der Feder auch noch so, siehst du, das ist nicht so schlimm. Hättest du so absetzen müssen wie ein Buggy. Hier so. Genau. Der federt nicht, der ist bretthart. Aber da federt du wahrscheinlich. Das Problem ist, wenn die Karosserie lackiert gewesen wäre, hätte ich gesagt, scheiß drauf, der Hund. Ich habe die selbst lackiert, nicht scheiß drauf. Dann ist recht scheiß drauf. Da hast du eine Gruppe noch rummeckert. Hier fehlt aber super, noch du bist Bock, der beste Mann. Ja, du hast doch da noch so. Hier fehlt noch was. Hier so ein Zigarettenhalter so. Hier, so in der Mitte so eine Zigarette. Yeah, Qualm. Wetten wir, die ist aus, wenn er wieder kommt? Ja, auf jeden Fall, Junge. Die ist weg. Die ist gar nicht mehr da.
Du könntest ja jetzt noch penibel sein und halt hier ausschneiden, dann Servus rein, dann kannst du die Fenster die hoch und runter fahren. Gibt ja solche Verrückte, ne? Ja, hier so. Ja, ist dann dafür ist das ja, ne, vorgeschnitten. Ja, dieser Mickey Make oder wie der sich nennt aus Japan, der alles hier das vorgezeichnet, kannst du ausbauen, hier machst du ein Servo rein, dann kannst du die Türen auf und zu machen. Ja, ist klar. Und Scheibenwischer, Blinker und Hupe. Ja, gibt es auch. Und Handy, Telefon. Ich habe mal gedacht, das Autotelefon. Mit einer Mini-SIM-Karte so. Die müssen auch noch gehen. Der muss da unter den. Da. Da? Ja. Ist das hier Verkehrsübungsplatz? Ja, weiß was ich. Weg sie alle vom Hof. 61%. Reicht doch so gerade zum Fahren. So ein bisschen so zum Warmfahren reicht. Ja, zum Reifenwarmfahren reicht das und dann kommen die neuen rein. Und die sind geil, ne? Die dürfen wir auch geben. Aber die muss erstmal anschleifen. Ja. Die müssen erstmal anschleifen, müssen erstmal festhalten. Ja. Ich finde die Felgen geil. Zu. Nee, sind nicht zu, die sind trotzdem hier eingebohrt. Jo. Ganz, ganz minimal, von ganz klein bisschen. Ja, aber dann ist schon für Schnellfahren gut. Die ja? Reifen sollen. Wenn der Wind von der Seite kommt, dann weg ist er. So, ne? Stefan, ja? Die hinteren Reifen sollen über 200 halten. Boah. Hier, geschüttert aber rein, vielleicht liegt der da. Nein, der braucht Bier. Der also, braucht Bier? Der braucht Whisky. Bisher haben wir gar nicht mitgenommen, wir selbst. Ja. Ah, hi. Fahr mal Bier holen. Die offenen Dosen. Oh, da sind die verkehrten Reifen für das Fahrrad. Ich fahre nur extra, auf Straße eigentlich. So. Der hat ja extra schwarze Reifen drauf gemacht. Hinter dir. Ich wollte mich gerade sagen. Eigentlich ist das Rollwiderstand, Alter, ne, mit den Reifen halt am besten. Ne? Ja. Ja, fürs Gelände, aber zum. Ja. Aber ich bin mehr so Straßenfahrer. Ab und zu fahre ich mal auf Gelände, aber. Ja, das ist auch richtig Gänge. Geil, ne? Vor allen Dingen aus ja, Carbon. Das war Limited Edition. Schau, wie leicht das geht. Ja, das ist der Mirida. Ich habe vor, das 220 mm hinten auch. Das ist schon übel, ja. Mhm. Da kannst du ein paar Sprünge mitmachen, ne? Ja, aber du musst erstmal hier hin und Reifen aufwärmen. Ja, ich hab 18 Gänge. Ich bin das ganz schön unter dir. Aber dieses, da weiß man am nächsten Tag. Komm, erstmal Reifen aufwärmen. Nicht warm fahren, sonst ist der Akku gleich wieder vom warm fahren. Das ist so, so, so. Ja, aber ich kann es langsam abbremsen, was? Ja. Ja, du drehst mal durch. Du musst Reifen werfen. Komm mal her damit. Hätte ich jetzt. Blauer Klein, Alter! Alter, riech mal! Riech mal! Riech mal! Wir brauchen rüberkriegen! Guck mal, voll Grip jetzt zu reißen, ne? Ach, da ist schon ziemlich. Kann ich voll durchziehen. Der ist pervers. Ja. Zieh mal durch. Der muss ja ganz laut anlaufen. Boah. Das war aber wieder Alter! So ja, aber weg war. Kann den fangen, oder was? Genau. Ja. Traurig, so eine traurige Funke macht. Ist immer klasse hier. Oder hat man schon einen Kart aufgegeben? Ja, das dürfte aber noch nicht sein bei 60%. Hätte ich da mal den Video mit. Jetzt darf der bis da hinten hinlaufen. Ich glaube, ich setze mal wieder. Wir gehen schon mal runter und grillen, ne? Der ist nächste Woche wieder da. Wir sagen deiner Frau, die kann ich nächste Woche wieder abholen. Er wird mich aber ankotzen jetzt. Ja, ganz schön. Jetzt mal ein Fahrrad genommen. Ja, ne? Schon wieder hier. Komm mal zurück, nimm mal Fahrrad. Ja, aber irgendwas stimmt nicht. Der müsste ja wieder empfangen. Da, jetzt hat er ihn wieder.
aber erst da. Ja, komisch, aber wie weit er schon gelaufen ist. Ja. Ich verstehe das nicht. Mal geht die Funke und mal wieder nicht. Hörst du? Wenn das Ding nicht mit Vollgas wegfährt, ey. Nee, das ist ja das Schöne. Der hat ja da auch diesen Fail-Safe drin. Ja, wenn du auf deine Füße zielt, wollte ich mich da nicht drehen. Jetzt kommt wieder der Spacko mit dem Roller. Der denkt auch, der wäre was Besonderes. Haben wir mal die Bullen gerufen, ja. Haben wir mal gemacht. Das ist hundertprozentig ein Mofa-Roller, ne? Ja, und der darf nichts anderes fahren. Ja, dann rufen wir die doch mal, ne? Aber da sollen wir solche Assis sein? Da hätte ich nichts mit zu tun, ne? Ne, der fährt dauerhaft gerade mit Helm rum. Ich glaube, der hat sich vorne auf die Fresse gelegt oder so, deswegen hat der Helm jetzt auf. Die ganze Zeit rumhängen. Aber schnell ist was anderes. Ich wollte gerade sagen, so schnell ist mein Roller und da ist nichts dran gemacht. Für eine Aprilia ist er ist ja echt langsam, ne? Ja. Er ist der 50R. Hä? Nein. Ist der irgendwie nicht. Mit dem Auspuff und Sportwagen muss er bis 80 laufen. Normalerweise müsste der richtig abgehen, ne? Ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr als so. Das sieht doch die Akkus, die das kleinere C auf haben. Normalerweise haust du nur ein ZX da drunter, dann stimmst du ein bisschen ab und dann läuft der Tacho Anfang 80. Meine Speedfight 2 damals auch, alles original, nur Drossel rausgenommen, überall die Drossel rausgenommen, 80, ohne Probleme, auf Original-Setup. Ja, nicht. Aber Tacho 80. Das wäre mein Messgerät. Ja. Ja, da kannst du nochmal 10, 15 km abziehen. Schau mal. 78. Ja, müssen wir ein bisschen Pause machen. Deswegen hat er abgeschaltet. Oh ja, 70 Grad. Ja, das ist zu hören. Wie viel? 70 Grad, 78 Grad. Am Motor. Deswegen müssen wir jetzt kurz Pause machen. Zigarettenpause ist meistens drin. Akku wechseln schon mal. Ja. Und fertig. Deswegen hat er schon abgeschaltet jetzt. Beim letzten Fahren. Aber der ist böse, ne? Der ist. Guck mal, er traut sich gar nicht hier vorbeizufahren, ne? Fahr da vorbei, du Hackfresse! Dann hauen wir dich direkt da runter vom Roller, da hat der Dominik einen neuen Roller, ey. Ich könnte aber keine Geschwindigkeit drauf. Und was haben wir zuschauermäßig? Ja, 7. Ist konstant, ne? Waren wir gerade 9? Jetzt kommt Hinterhalt. Ja, die sind von mir was anderes gewöhnt. Ich spiele Rushing Fishing 4, ne? Das ist Game. Und da haben wir nur 20, 30 Leute. Wie soll der Rushing machen? Jetzt sehen die, ich bin Arthur. Was macht er jetzt für einen Schwachsinn? Doch, an der Seite. Nein, ich hab das nur bei der Ohren. Aber besser 7 als wir gar keiner. Ja. Doch, der hat an der Seite Nummernschild. Sehe ich. Rechts, links unten. Neben Hinterrad. Am Mario. Schauen wir, was die Leistung von Bühnen hier sagen. Frag mal, wann wir abstimmen müssen. Musst du mal Bullen rufen. Wir haben bestimmt Drogenintus. Ja. 29. Ja, weg. Raus damit, neue rein. Dann sind sie im Arsch. Ja, so 30%. Unter 30 sollten die eigentlich. Ja, und sonst kannst du sagen. So wie der von mir, der eine, der den Check geschmissen hat. Ist ein bisschen warm. Ja, aber echt minimal. Ja, sag ich ein bisschen mehr. Das sind meine Wärmer beim Laden gemacht. Was lädst du mit 5 Ampere? Thomas. Wir können da doppelt an Ampere laden. Kannst du reinjagen, ja, wie die Milliampere haben. Thomas, greif hier die Kabel an, wie warm die sind. Ich habe auch, glaube ich, Ladegerät. Der kleinste Akku von mir, der hat, glaube ich, der kleinste Akku. Gut, ja. So haben wir Ruhe. Der kleinste Akku von mir, der hat, glaube ich, 5100 Ampere, Milliampere. Dann kann ich ruhig mit 10 Ampere laden. Geht umso schneller. Ja, du musst man es wissen. Nee. Ja. Ich hab gerade ausgemacht. Kurz ein Päuschen machen. Kurz Kippenpause oder Dampfpause. Oh, 20%. Wir haben Akku? Ja. Handy? Ja. Ey, dein Handy hat nur noch 20% Akku. Ja, von und zu. Dein Handy hat nur noch 20% Akku. Kennst du das? Ja, ansonsten musst du dann halt die Powerbank da abmachen, da dran machen und umgekehrt. Ja, das kann ich. Ich glaube, das bringt nichts. Weil das ist Micro-USB, du hast USB-C. Ja, stimmt auch wieder.
Hab ich unten im Auto. Wir haben ja zum Glück einen Fahrradfahrer hier. Oh, was hast du da gemacht? Was hast du denn da gemacht? Hier, von deinem blöden... Von deinem blöden... Akkuhalterung oder was? Den kannst du hin und her schieben. Ja, und ich hab gezogen, um festzumachen und Pop-up. Hackfresse. Hier, siehst du die Seite? Und der Rest steckt da drin jetzt. Oh, oh, ich wollte das nicht hin und her schieben. Ich hab den festgezogen und dabei ist das Ding gebrochen. Das hier? Ja. Das ist nicht so tragisch. Oben dieser Scheiß... Scheiß da unten drauf. Ja, genau. Brauchen wir nur einen hier festmachen. Das genau. Hast du. Das kannst du nämlich bewegen. Ja, das wollte ich ja nicht. Das ist ja scheißegal. Da kann ja ruhig stehen bleiben. Ja, das muss man ein bisschen mit Gefühle machen. Gefühle. Ja, hat er vorhanden. Da liegt schon das Problem drin. Boah, geh doch zu, das Scheißding, ja! Bis Teil, ja! Na, komm hier durch. Und Thomas ist dann ich bin Grobmotoriker. Ich bin Grobmotoriker. Ja, eindeutig. Das merkt man schon alleine von Akkus einlegen. Ja. So, fertig. Ja, nee, ist sicher nicht. Scheiße so. Das ist nicht fertig. Das ist überhaupt nicht fertig, mein Freund. Warte mal. Ziehen wir den mal ein Stück zurück, ne? Ja, aber hier die Fahne und anderen sind einfach Standmodelle, diese 1,8. So. Das habe ich erst vor kurzem entdeckt, dass der so eine Haltung für den Akku zum Hin- und Herschieben ist. Welchen Akku? Oh, das verschiebt sich ja mega. So. Bei mir fahren wir nicht so aus. Ja, das ist da habe ich einen fetten Rennroller, ne, der verstopft. So. Du bist nicht fertig. Nein, so, auch nicht. Nee, nee, lass die Finger. Was ist mit denen hier? Ja, geht da nicht kaputt. So, hast du kaputt gemacht. Ach du. Hast du was? Einfach runterschieben. Genau, deswegen sag ich ja. Dann passt das. Und so. Ist kaputt, also. Wovon im Augenblick nur einer fährt. Das ist gerade ein bisschen Spaß. Aber noch nicht einschalten. Lass den noch ein bisschen abkühlen. Ich bin nicht. Was mit der nächste? Der steht ja seit 30 Jahren. Ja, perfekt. Nee, würde ich noch lassen. Ah, der ist aber noch heiß, dafür, dass er nur 50 Grad haben soll. Ja. Ich glaube nicht, dass das Ding stimmt. Ja, 47. Ja. Du brauchst eigentlich nur, ja, das ist das Geld an den Gerät. Halt es hier hinten, dann kannst du das angucken. Ja. 53 hat er da. Ja, dann war es noch ein bisschen abgekühlt. Wenn wir mit dem haben, die Straße rauf in die nächste Garage gerollt haben. Stefan, du setzt dich rein und lenkst. Ja, nix hat der wieder. Wahnsinn, ne? Aber geil ist, habe ich ja hinbekommen, ne? Als ob der gerade von der Bundeswehr eben hier. Also ein richtiges Profil drauf. Wenn er wieder hochkommt, ne? Ja, das richtig so. So Asphalt muss er da sein. 33 Grad. Der Asphalt hat 33 ja. Grad, Alter. Ja. Ja. 32,8 Grad hat der Asphalt. Auch gut. Ja. Ist gut warm. Schöner Kerl, hat der gerade richtig blau gequalmt hat. Hör mal. Ja. Beim Reifen anwärmen, hör mal. Richtig mega. Wie Originalräder vom Auto. Ja, das ist schon geil. Ja, ne? Schon gut. Aber irgendwas stimmt da nicht. Ne? Was stimmt da nicht? Weil die Räder vorne so stehen, die müssen vorne so stehen. Nein, die stehen so für den. Ja, aber Standard. Die so stehen. Nee, ich kann mit denen nur so fahren. Wenn die auseinander stehen, kann ich nicht fahren. Dann ist die Lenkung zu empfindlich oder was, ne? Ja. Da steht ein 1:5 Verbrenner. Aber du siehst wieder alles zusammengebaut. Solche Dämpfer beim Carbonfalter. So klein? Tieferlegung. Ja. Let's Schleife. Let's Schleife, genau. Let's Schleife über den Boden. Wenn der beste Freund von uns ankommt, der dann. Ja, klar. Schade, schade. Mittlerweile kenne ich das, mittlerweile weiß ich, wie viel der macht. Der Rest ist Servo, ne? Hallo, hallo, hallo. Guck mal, der fährt auch ohne Gas geben. Guck mal. Ja, ja. Ja, das ist schon ein guter Servo. Wa? Der bewegt sich nur mit dem Lenken vorwärts immer. So geil ist das Servo, ey. Da müssen wir mal Moosgummireifen draufschmieren. Mal gucken, ob eine das ist ein Servo. Das einfach weggeslippt. Moosgummireifen haben wir. Welches Moosgummi? Einmal drauf, einmal ja, zurück. Deswegen frage ich ja, welches Moosgummi? Ja, der kommt auf Felgen zurück. Ja, genau.
Wir schleifen zurück. Am besten direkt Alu, dann schmeißt er noch ein bisschen Funk, dann zieht er noch ein bisschen besser. Direkt Stahlfelgen, hör mal. Überhaupt keine Reifen drauf, scheiß halt auf Reifen. Stahlfelgen und gib ihm. Ach ja. Ach, voll geil hinten so, das Rad in der Karosse richtig drin, hör mal. Ja. Dann die Akkus? Zwei Strich. Ach so, dein GPS. Ach ja. Du musst wieder mit dem Klettband das machen. So wie bei dem anderen Infraction. Habe ich nicht bei. Ja, ich weiß. Hättest du doch zu Hause schon längst machen können, Mensch. Mann, ey. Ja, so nimmst du ihm aber die Luft da hinten, ne? Das geht aber so nicht. Klar geht, das alles geht. Nein, da bist du ja direkt mal ein Kmh langsamer. Ist ja wurscht. Ist doch scheiße, ein Kmh. Oder drei. Jetzt sind die Reifen auch wieder kalt, ne? Denk dran. Hast du ABS an? Nö. Ach, man kann auch langsam bremsen? Ach so, ich habe immer gedacht, einfach nur zack, bremsen. Krank ist der, wenn der Vollgas fährt, wirklich. Oh, ja. Ich weiß schon, jemand wieder laufen. Oh. Na, noch nicht. Jetzt Vollgas. Jetzt zieh aber die Hacken ein. Jetzt zieh aber. Jo. Oh. Was versucht der Wheelies? Ja, ja. Dominik, geh mal hin. Geh mal dahin und zeig ihm das mal. Ich will das nicht zeigen. Soll ich ihn mal ranholen? Mach einen größten Fehler. Du zu weit nach vorne. Genau. Und versuch das hochzuziehen, ne? Ich versuch das auch gerade mit dem Fahrrad, ey. Das ist auch nicht so einfach. 115. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Ja, da musst du das erst einmal eingeben mit dem Spool Gear. 138 hast du schon gemacht. Aber 115 ist schon mega. Ja, ist schon nicht schlecht. Und ich hab nicht Vollgas. Ja, dann gib mal, bevor die Akkus den Geist aufgeben. Ja, spann dich. Ich will ihm auch noch Speed testen. Haben wir doch schon, der hat 100. 13%, ey. Nee, mit dein Akku gehört gleich ab. Wie viel? 13. Da geht gleich Ratschatz, schub, leer. Will er den noch Speed testen? Vernünftig nehme ich. Vernünftig. Fährt er wieder ohne hin. Oder habe ich einen Schatten? Ja, ja. Jetzt kommt er. Jetzt. Wo siehst du ein Kennzeichen, Alter? Wo siehst du ein Kennzeichen? Da! Hast du den Schub da drauf gesehen? Habt ihr dir einen Zopf oder habe ich ihn? Ja! Zopf und abrasiert. Dreck, sagt er. Er macht immer schneller, Alter. Was ist mit dem? Ey, Hammer, ne? Das war doch knapp, wenn überhaupt 60. 50, ey. Ja. Was stimmt da nicht? Ist der Auspuff gedrosselt noch, oder was? Ey, lass doch mal dein Auto. Hört sich auf jeden Fall so an. Also laut ist der jetzt auch nicht. Man muss ja nicht getunt haben, dass du ein Wheelie fährst, ne? Ganz auch Originalzustand, ne, Dominik? Ja, klar. Geht. Zip, ne? Zip, Obi-Zustand geht am besten. Ja, Zip kennen wir, ne, Dominik? Den ich hatte ohne Verkleidung, der war. Weißt du noch den roten Sangyang, den ich aus Mülheim hatte? Ja, ja. Wo sie die Verkleidung im Arsch getreten haben, ne? Ja.
Das ging auch einfach. Nur einmal kurz Gas gegeben, vorne direkt hoch. Ja, der hat ja auch nichts gewogen. Ja. Und mit dem habe ich mich auch einmal mit dem Wheelie auf die Fresse gelegt. Ich muss noch Baklava gleich holen, ey. Ich hab keinen Bock drauf. Ich hab einfach die am Urlaub. Ich muss wieder mit meinem Auto Gassi gehen. Er ist geil, einfach mit deinem Auto Gassi kommen. Komm jetzt, los. Sitz. Nein, jetzt nicht da pinkeln, nein. Na, mal gucken, im Wald vielleicht fahre ich ja damit. Ja, ja, und ohne Karosse geht es sowieso nicht, den Speedtest. Das ist viel zu viel, was dich bremst. Da kommt wieder unser Dominik! Der hat kein Nummernschild! Der hat kein Kennzeichen! Der hat kein Kennzeichen! Ich stelle mich extra auf die Straße jetzt wieder rein! Aber kannst du doch die Bullen sehen? Ich sollte wirklich die Bullen sehen. Na, jetzt. Ich wollte gerade sagen, da schimmert was anderes. Man sollte wirklich die Bullen machen. Ja, muss man machen, einen Bogen rufen. Muss ich sagen, dass er unter Drogen hier Roller fährt? Ne, einfach der fährt hier mit einem getunten Roller ohne Nummernschild. Ne, muss sagen, unter Drogen, der nimmt ja Drogen. Der Pep. Pepsen. Muss noch einen drauf geben. Boah. Du legst den echt drauf an, ne? 10%. Für den Buggy irgendwie so unkomisch. Ja, ne, so schnell. So schnell für den Buggy. Da denkst du, das ist schon Ende? Jo. Erstmal nichts, Dominik. Das war aber kein Vielmeilerrennen, Kollege. Aber wenn der Bremse wieder in die Eisen geht, ne? So, ja. Was haben wir? 100 ganz genau. Genau, jo. 100. Ja, das ist auch schon pervers für den Buggy, ne? Ah, das kann man noch toppen. Alter, da denkst du, das ist Ende und dann kommt da noch mehr. Ja, wie Noss. Da denkst du, da ist schon Vollgas und dann drückt er nochmal richtig durch den Pin. Jetzt. Krank. Einfach nur krank. Einfach nur Covid. Alter, fahr doch mal mit Vollgas hier dran vorbei, nicht erst wenn du hier vorbei bist. Ich muss auch so gucken. Ja, jetzt direkt Vollgas! Er ist nicht so schnell! Und gib ihm! Direkt Vollgas geben! 104! Ohne Probleme! Ohne Probleme. Und da fahren noch nicht mal Halbgas. Ja, das war nicht mal Viertelgas. Alter, ich würde mich so schämen, ich würde gar nicht mehr wieder hinkommen mit dem Roller. Ich würde da hinten bleiben mit dem Roller, hör mal. Dann habe ich aufgeben. Mama, mich hat gerade ein vergeschottetes Auto überholt. Wie schnell soll der sein? Der hat gerade 104 geschafft. Boah, mein Roller macht nur 20 oder 12. Ja, dann hältst du mit dem mit hier, mit dem Reflexen. Ich muss hier im Fernweh-Update draufschmeißen. Was musst du? Update draufschmeißen auf die Funker. Mit der weiter Funk hat, oder?
Du weißt aber schon, dass Buggys eigentlich ins Gelände gehören, ne? Wollen wir den mal umhauen gehen? Der hat Pep dabei. Meinst du? Ja, Dominik sagt, hier, er sagt, der zieht Pep. Dann hat er bestimmt was bei. Komm, wir hauen den um. Ja. Haben wir einen Roller? Haben wir einen Roller und Pep, hör mal, und Handy. Oh. Ja, kann man direkt verkaufen. Ja. Ach, sagen wir hier Hamburg und Markt, hör mal hier 100 Euro weg. Ja, ja. Ja, jeder Fufi, tschüss. 106. 106. Für ein Barkey, weißt du? Das ist nicht normal. Nein, ist es auch nicht. Ist es auch nicht. Ist ja auch der gleiche drin wie da. Der gleiche Motor, gleiche Regler, alles. Ich glaube, 110 schafft er mehr nicht, glaube. Ja, denke ich mir auch mal, 110 wird Ende sein. Da ist der gleiche Motor drin wie in dem? Ja. Ja. Gleiche Motor, gleicher Regler. Das Einzige, was Unterschied ist zwischen den, andere Übersetzung. Und leichter wahrscheinlich. Ja. Ja. Ist ja ein 1,8er, das ist 1,7er hier, der andere. Messen wir mal bitte. 106 immer noch. Mess mal mit dem Gerät. Also ihr habt einen 1,7er Motor. 56 Grad. Regler? Ja. Ah, 40. Das ist alles top. 40. So drei Stufen Beschleunigung, weißt du? Nee, nee, nee. Der voll runter, du sagst, deiner liegt vorne tief. Ne? Ja. Sag mal, der rasiert den Ameisen den Kopf ab, dann bremst du nochmal. Bup, 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 bup. Das ist so pervers, das Ding, ne? Ja. Hat dafür. Ey, die kleben. Fühlen mal die kleben. Ja, 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 ja. Ey, die kleben richtig. Nee. Handy schaltet sich jetzt aus. Ja. So, mein Akku sagt. Nö, ist nicht mehr mit streamen. Jetzt sind wir schon knapp 1 Stunde und 39 Minuten online. Hier auf dieser Strecke sind wir gefahren. Ich hoffe, Dominik hat das ganz gut gemacht. Hoffentlich.